Jo Leute, was geht? Flakes hier. Ich muss euch am Anfang vom Video direkt mal sagen, ich bin heute ein bisschen verwirrt, denn mir wurde geschrieben, dass sich auf diesem Account irgendwas befindet, was mir sehr, sehr, sehr gefallen wird und was ich gerne selber hätte und dass dieser Account halt mega, mega krass ist. Und deswegen dachte ich mir, ich bewerte diesen Account und stelle ihn euch vor. Mal gucken, ob ich verarscht werde oder nicht, Leute. Lasst auf ihren Like da und ein Abo. Aber bevor wir heute wieder in den Spind gehen, wusstet ihr schon, dass ich meine eigene Party Royale Map habe? Ihr könnt es hier unten schon sehen. Unten rechts seht ihr den Spielmodus Flakes Party Royale. Hier werde ich meine Videos nur noch aufnehmen, meine Party Royale Videos. Und ihr könnt dabei sein. Geht einfach auf die Map, indem ihr den Spielmodus auswählt. Hier oben auf Inselcode drückt und dann diesen Mapcode eingibt und einfach bestätigt. Wichtig ist aber, dass ihr das Ganze öffentlich spielt und nicht privat, weil sonst könnt ihr mich leider nicht treffen, Leute. Mal gucken, wer von euch da drauf geht und ein bisschen mit seinen Tänzen flex. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Aber jetzt bin ich gespannt, was sich auf diesem Account befindet. Wir gehen mal direkt auf die Karriere und checken das Ganze mal ab. Beziehungsweise, ich sehe gerade, er hat 4430 Gold und ist Level 160 in dieser Season. Höheres Level als ich und mehr Gold als ich. Okay, das kann krank werden. Das kann richtig krank werden. Wir gehen auf die Karriere. Konto Level 3123. Okay, Leute. Du bist komplett illegal unterwegs. Kann ich dir jetzt schon sagen. Holy moly. Du hast, glaube ich, gecheatet oder gehackt. Das kann nicht wahr sein. Alter Leute, WTF. Wir gehen mal auf das Profil und gucken mal die Siege an. 28 Solo-Siege. Duo 232. Und... oh. Yo, yo, yo. Wow. Warte mal. Teamsiege. 1856. Was? Über 2000 Siege insgesamt? Willst du mich komplett verarschen? Holy moly. Wow, okay, wir brauchen uns den Account gar nicht weiter anschauen. Du bist krass, du bist sehr krass unterwegs. Was für ein Suchti. Yo, wir gehen mal auf den Spind. Okay, das muss ich jetzt sehen. Das muss ich jetzt sehen. Wir gehen direkt mal auf die Banner, auf Standard und checken das Ganze jetzt mal ab hier. Ist der OG Battle Bus Banner drauf oder der World Cup Banner? Das muss doch drauf sein. Das muss doch auf jeden Fall drauf sein. Wie, irgendwas ist hier drauf, was mir sehr gefällt. Hä? Ich muss meine Augen aufmachen, aber sowas von aufmachen, das kann auch nicht wahr sein. WTF, wo ist der OG Battle Bus Banner? Bist du drauf oder bist du nicht drauf? Nee, du bist nicht drauf, oder? Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Der ist nicht drauf. Okay, wir schließen das Ganze. Hä, richtig komisch. Okay, wir gehen mal auf die Musikschallplatten und checken die jetzt einfach mal ab. Ist hier original klassisch drauf oder der OG Remix? Ja, beides sogar. OG Remix und original klassisch ist hier drauf. Gefällt mir sehr. Insgesamt 71 Musikschallplatten. Besser geht's nicht. Wir wählen direkt mal den OG Remix aus. Holy moly. Gehen auf die Ladebildschirme. 340 Ladebildschirme insgesamt und alle aus Season 3 sind auch mit dabei. Und wir wählen hier direkt mal die Elite-Agentin aus. Okay, wir müssen hier unsere Augen sehr, sehr weit aufmachen. Wir gehen mal direkt mal auf die Kondensstreifen und checken die mal ab. Gaming-Reihe, Marvel-Reihe und komm schon. Wir haben hier die OG-Kondensstreifen, die OG-Flammen drauf aus Season 3. Let's go, Leute! Insgesamt haben wir 102 Kondensstreifen. Über 100 ist sehr, sehr krank. Und wir checken mal ab. Season 3 sind natürlich alle drauf. Season 4 auch und Season 5 auch. Was will man mehr, Leute? Holy moly! No joke, wir wählen hier direkt mal die OG-Flammen aus und gehen direkt auch weiter hier. Holy, das geht ja richtig ab hier. Was ist da los? Wir gehen mal auf die Lackierungen und checken die jetzt mal ab. Ist hier... die Magma-Lackierung ist drauf. No way, Bro. Dreieckslodern ist hier drauf. Ey, das kann nicht wahr sein. Wie viele Lackierungen sind hier drauf? Holy moly. Okay, wir gehen mal sortieren und filtern. 166 Lackierungen. Alter, wenn man berechnet, dass eine Lackierung 2 Euro mindestens kostet, das hier mal 2... okay, er hat schon sehr, sehr viel Geld für die Lackierung ausgegeben. Wir wählen hier jetzt einfach mal die Magma-Lackierung aus. Auf alles anwenden. Okay, das kann richtig abgehen, Leute. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt auf die Tänze und Emotes. Also das kann echt was werden, Leute. Wir klicken mal hier drauf und checken mal ab, wie viele Emotes sind hier insgesamt drauf. 434 Emotes! Okay, jetzt weiß ich, warum du mir geschrieben hast, dass mir das Ganze gefallen wird, denn ich bin ein Party-Royal-Suchti auf meiner Map am Dance-Battles machen. Ich glaube, du hast eine sehr, sehr große Chance, jedes Dance-Battle hier zu gewinnen. WTF, was ist hier alles drauf? Wie viele hier aus der Ikonenreihe drauf sind? Marvel-Reihe. Wir haben hier sogar einen OG-Mode. Widow's Pirouette. Bel Air ist hier drauf. WTF? Was ist das denn? Wir gucken mal die Kronensiege an. Die können aber jetzt nicht... okay.
Okay, das ist krank und gefällt mir sehr. Wenn hier jetzt noch der Season 2 Battle Pass drauf ist, Season 3 Battle Pass und irgend noch ein seltener Emote. Okay, Bel Air ist schon selten. Wir gehen mal drauf und checken einfach mal ab. Season 1 haben wir den Bel Air, den wir gerade gesehen haben hier. Season 2 kommt schon, Season 2 Battle Pass. Der Wurm ist drauf, Pony Red ist drauf und wir haben auch Zahnseide. Season 3 Battle Pass, checken wir mal direkt mal ab. Wir haben hier den Loser Dance. Okay, dann haben wir hier beste Kumpel. Das ist krank. Wir gehen mal Season 4, denn da kommen die krassen Emotes. Season 4 haben wir hier. Wir haben den Überschwang. Okay. Bro, komm bitte nicht auf meine Party Royale Map, denn du wirst da, glaube ich, alles zerstören und sogar mich auch zerstören. Okay, das ist sehr, sehr krank. Okay, er wird, glaube ich, alles zerstören. Du bist echt illegal unterwegs, kann ich dir jetzt schon sagen. Wir müssen hier raus, Alter. Fast 500 Emotes. Weg hier. Was ist das, Leute? Was ist das für ein krasser Account? Wir gehen mal auf die Gleiter und checken die mal ab. Okay, wir haben hier Glitzergaul. Sehe ich nicht so oft, muss ich sagen. War sehr, sehr teuer. Ganz viele aus der Ikonenreihe, Marvel-Reihe sehen wir hier auch am Start. Und wir gehen mal runter. Wir sehen von der Funkelspezialistin den Hüftenschwingergleiter. Sehr, sehr nice. Hier haben wir einen PS Plus Gleiter von den PlayStation natürlich. Wir haben, was haben wir hier noch drauf? Nochmal ein PlayStation Gleiter. Okay, Bro, du machst mich fertig, Mann. Du machst mich fertig. Was ist das? Okay, Marco Gleiter ist leider nicht drauf. Aber wir sehen hier Sörhänge von Gleiter. Ist auch ein seltener Gleiter. Und wir sehen auch den Season 2 Siegesschirm. Okay, wir gucken mal insgesamt 176 Gleiter. Und wir wählen den Siegeshängegleiter aus Season 2 aus. Okay, ich bin ein bisschen schockiert, denn was ich da gerade gesehen habe, kann ich immer noch nicht realisieren. Du hast Verbot auf meiner Party Royale Map. Falls jemand einen krasseren Account hat als diesen, bitte kommt drauf und zerstört ihn. Bitte kommt auf meine Map, Leute. Bitte kommt auf meine Map. Los, los, los. Okay, Leute, Spaß beiseite. Wir gehen mal direkt auf die Spitzhacken und gucken mal, ob hier was Krasses drauf ist. Wir scrollen hier mal runter und schauen uns das alles mal genau an. Okay, er hat AC/DC. Er hat auch noch AC/DC auf dem Account. Minty Spitzhacke ist hier drauf. Okay, du zerstörst alles. Okay, ich geb's auf. Axcali ist auch drauf. Ey, was will man mehr? Holy moly. Okay, insgesamt haben wir 231 Spitzhacken. Und wisst ihr, worauf ich sehr, sehr gespannt bin? Ich bin sehr, 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 sehr gespannt auf die Skins. Denn das kann nochmal alles umdrehen. Holy moly. Wir wählen natürlich hier die AC/DC Spitzhacke aus. Let's go. Und jetzt sind wir auch schon bei den Backblinks angelangt. Und ich will gar nicht wissen, was hier so drauf ist. Was ist das hier? Traumlaterne? Was ist das hier? Von welchem Skin ist das denn? WTF. Okay, ich scroll einfach mal durch, ohne mich spoilern zu lassen. Ich will hier nichts Krasses sehen. Ich zeige euch nur einfach mal hier die ganzen Backlinks, damit ihr stoppen könnt oder irgendwas Spezielles suchen könnt. Let's go, Leute. Und jetzt gucken wir mal insgesamt 310 Backlinks. 310 Backlinks. Was ist das bitte? Sheesh. Okay, wir kommen jetzt zu den Skins. Klicken auch direkt mal drauf und wir sehen hier schon Neoverse. Exklusivskin. Scrollen jetzt nach ganz oben. Und bitte übertreib's nicht komplett. Insgesamt 336 Skins. Und Leute, ich will von euch auch eine Bewertung. Schreibt einfach mal rein, Top oder Flop. Wie findet ihr diesen Account? Wir gehen hier weiter runter und checken das Ganze mal ab. Wir sehen hier einige aus der Ikonenreihe. Wir haben einfach OG Black Widow drauf. Sehr, 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 sehr selten. Wir gehen hier weiter runter. Sehen hier den Sensenmann. Den dunklen Reisenden. Okay, Season 2, Season 3 sehr aktiv gewesen. Den Glow-Skin. Holy moly. Auch ein krasser Exklusiv-Skin. Sehe ich auch nicht so oft. Der Omega-Skin. Komplett freigeschaltet mit den Farben. Und wir sehen hier den Schwarzen Ritter. Okay. Wenn ich einen Schwarzen Ritter auf meiner Party Royale Map sehe, dann weiß ich, wer das ist. Auf jeden Fall. Ich habe ein bisschen Angst, Leute. Banane ist leider nicht Gold. Wir haben hier den PlayStation-Skin. Elite-Agentin ist hier drauf. Funkel-Spezialistin haben wir auch am Start. Scrollen hier aber jetzt noch weiter durch. Die Astronauten sind ja logischerweise auch drauf. Dann haben wir den Skull Trooper. Klicken drauf. In grün. Okay. Kein lila Skull Trooper hier drauf. Und sonst sehe ich hier noch einen PlayStation Skin. Inzwischen kann ich euch sagen, dass hier nochmal ein PlayStation Skin drauf ist. Noch ein PlayStation Skin. Dann haben wir hier noch die royale Ritterin. Okay, es geht los. Neue Skins sind hier auch am Start. Ey, was will man mehr? Sogar beide neuen Skins. Holy moly, was ist denn da los? Okay, aber Skins hast du nicht mehr als ich. Ich habe nämlich 200 Skins mehr als du. Ha, Skin Battle werde ich gewinnen. Ich würde sagen, dieser Account ist auf jeden Fall top. Ab in die Kommentare, top oder flop. Checkt meine Party Royale Map ab. Der Mapcode ist unten in der Beschreibung. Lasst ein Like da unten, ein Abo. Ich küsse euer Herz, euer Flakes. Ciao.